Der letzte Tag. Bei mir seht ihr schon, wir sind schon wieder in Heraklion, haben wir irgendwie schon gegen 6 oder so angelegt. Bis 9.30 Uhr müssen wir unsere Kabine verlassen haben. 10.45 Uhr ist dann unser Ausschiffungsslot. Die machen das hier alles jetzt ja, sehr geregelt. Ich meine, das kennen wir auch von vorher schon, aber da konnte man auch mal früher runter oder so. Das war nicht das Problem, aber jetzt halt für, wegen dem Corona-Konzept geht es erst sehr spät vom Schiff. Einerseits schön, andererseits ist es irgendwie so, ich denke dann immer, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, so ungefähr. Aber gut, genießen wir die Zeit noch im Schiff. Vielleicht geht es nochmal frühstücken, noch einmal in den Ankelmannsplatz. Ja, und dann steht der Transfer zum Flughafen an. Mal gucken, wie das so wird. Steht ganz spannend da drin. Die Fahrt kann bis zu 3,5 Stunden dauern. Der Transfer. Also normalerweise ist das hier irgendwie 10 Minuten oder so gewesen vom Flughafen her. Aber ich habe schon irgendwie gelesen von der Gruppe, die quasi vor uns die Reise gemacht hat, also die allererste Reise, die hier wieder unter diesen Bedingungen mit Landgang und so stattfand, dass die dann einfach durch die Gegend gefahren sind, weil man eben auch nur zu einer bestimmten Zeit am Flughafen sein darf. Das ist wohl eine behördliche Auflage hier seitens Griechenland. Ich bin gespannt. Wir werden sehen. Ja, die Reise war wunderschön. Alles top hier gewesen, Essen top, Unterhaltung top, Schiff zwar wesentlich kleiner und weniger Möglichkeiten, als wir das gewohnt sind und als wir das lieben, aber trotzdem einen gewissen Charme und wir haben uns super wohl gefühlt und ja, eigentlich würden wir am liebsten jetzt hier drauf bleiben und dann heute Abend wieder mit losschippern. Geht nicht, deshalb jetzt den Rest an Koffern einpacken.